Geht gleich los, ganz famos, in Ruhe. Pass mal auf, wie es Anja ist an. So. Licht für die Pflanzen, damit sie wachsen können. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2021. Es geht weiter. Wie gehabt, es wird sich eigentlich nichts verändern. Wir werden vieles erleben, begleiten, vielleicht auch Neues erfahren. Das werden wir im Laufe des Jahres dann jetzt sehen. So, wir fangen an. Womit? Hör auf, als allererstes die Orchidee. Die habe ich ja extra hier stehen lassen, damit wir das nochmal mitnehmen können. Ne? Die ist jetzt relativ trocken wieder. Ich sprühe die Wurzeln wieder ein hier. Auch den Topf ein bisschen nass machen, da war jetzt auch keine Feuchtigkeit mehr drin. Die Blätter sprühe ich ein, denn wir können sie noch nicht einpflanzen, da sie keine, ja, voraussichtlich lebende Wurzeln hat. Aber das ist ja schon mal eine coole Kiste, dass das Ding immer noch so schick ist, ne? Das ist schon mal richtig genial. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das einfach so mitmacht. Macht sie aber. Mal gucken, was uns das bringen wird. Das ist nämlich eine coole Sache. So, dann fangen wir jetzt erstmal ein paar Kleinigkeiten an in diesem Jahr. Nehmen natürlich die Klamotten vom letzten Jahr wieder mit. Ganz klarer Fall. Ich hoffe, ihr seid schon fit, das alles jetzt verfolgen zu können. Wenn nicht, dann guckt später einfach. Ne? Besser ist das. So, was ist hier drin? Weißt du es? Kannst du sehen? Oder weißt du es noch vom letzten Jahr? Ich zieh's mal raus hier. Ja, das ist unser Avocado-Bäumchen, das jetzt hier oben aus dem Loch rausguckt, weil hier Licht reinkommt. Ne? Ganz klar, wächst die Pflanze dann dahin. Jetzt müssen wir aufpassen, denn sie sind jetzt sehr empfindlich. Das heißt, wir können sie nicht einfach biegen, dann macht sie mich knack, ist ab. Das heißt, da müssen wir ganz behutsam den Topf ganz langsam und vorsichtig hier draufstellen wieder, so dass das Pflänzchen oben nicht mehr durchkommt. Und da müssen wir jetzt hier was drauflegen, damit es halt da drin bleibt, logischerweise. Ne? Das wird nicht gehen, hier ist ein Boden drin, aber egal. Demonstrativ gezeigt, ne? Das decken wir jetzt zu, damit die Pflanze hier drin erstmal im Kreise wächst. Ist eine coole Sache. Haben wir letztes Jahr gesehen, ist mega. So, das kurz zu Avocado, wird nicht gedüngt, ganz klarer Fall, nur mit reinem Wasser gegossen, sonst gar nichts. Dann kommen wir jetzt zu den Schätzchen hier. Und ist letztes Jahr eine Pflanze gestorben. Tatsache, auch bei mir im Pflanzenreich kann mal eine Pflanze sterben. Ja, sie hatte Wurzelfäule. Am 21.11.2020 haben wir dann vor dem Rest der Pflanze Stecklinge gemacht und einfach ins Wasser gestellt. Ja, was soll ich sagen? Neujahr und es beginnt tatsächlich eine neue Geschichte hier im Pflanzenreich. Es handelt sich hier um die Leuchterblume. Ich war sehr skeptisch, ob das wird oder nicht wird. In einem Kommentar wurde mir geschrieben, hab Geduld und das wird dann schon. So, auf, ich drehe das mal ganz kurz und dann gucken wir uns nämlich jetzt mal das Ganze hier im Wasser an, wie das ausschaut. Warte mal auf, ein bisschen runter. Tadam, tadam. Ich glaube, man kann so schon sehen, ne? Siehst du wohl. Ja, also tatsächlich machen sie auch Wurzeln. Brauchen recht lange, wie wir sehen, aber es funktioniert. Das ist mal richtig cool. Da habe ich mich heute Morgen so richtig gefreut, dass wir das dann auch gemeinsam hier weiter begleiten können. Ne? Das Ganze war am 21.11. Wenn ihr das seht, ist jetzt Neujahr. Aber das Ganze ist heute am 31.12. Ne? Also knapp etwas über einen Monat hat das Ganze gedauert, bis sich die ersten Wurzeln zeigen. Okay. Ein nächstes kleines Wunder hier im Pflanzenreich, das ist das Stück, was wir geschenkt bekommen haben, ein Stammstück von der Monstera Thai Constellation. Ja, wir sehen tatsächlich direkt hier an dem Schnittpunkt entspringt eine Knospe und befindet sich im Wachstum. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so durchgefilmt hier, aber das sieht ganz gut aus, das ist okay. Ne? Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie tatsächlich austreibt, das ist jetzt echt schon wieder ein Wunder. Denn wie gesagt, diese Knospe befindet sich direkt an der Schnittstelle und dass das dann tatsächlich jetzt hier noch rauswächst, also damit habe ich echt nicht gerechnet. Und das ist ja nur wirklich ein ganz kleines Stück hier. Ne? Es hat auch ansonsten, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nicht wirklich eine Austriebsstelle. Hier könnte gegebenenfalls noch irgendwo was austreiben, aber nichtsdestotrotz, sie treibt tatsächlich hier direkt an der Schnittstelle aus. Also damit habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht gerechnet. Insgesamt habe ich sowieso nicht damit gerechnet, dass hier irgendetwas funktionieren wird, aber wir sehen, es funktioniert. So, ich habe hier ansonsten an der Wurzel nichts gemacht. Hier unten ist auch ein bisschen Fäulnis, wie wir sehen. Das war aber schon so gegeben. Moment, da noch nicht. Da unten irgendwo. Hä, Moment. Wo ist es denn jetzt? Lol, ein Stück zurücknehmen hier. Nee, so kriege ich das nicht hin. Pass mal auf, das machen wir anders. Ich hebe das mal hoch. So kann man es besser sehen. Ja, da unten ist ein bisschen Fäulnis. Ich lasse das aber so. Ich werde da nichts dran schneiden. Ganz einfach. Um es zu beobachten. Ich weiß, im Normalfall müsste man es jetzt abschneiden und desinfizieren
und so weiter und tralala. Aber ich habe schon andere Sachen erlebt im Pflanzenreich, die unmöglich sind. Und von daher möchte ich hier einfach abwarten, was die Wurzel selber macht. Ob sie irgendwo hier austreibt oder was auch immer. Damit wir auch daraus lernen können in dem Sinne. Okay. Aus dem Jahre 2020. Hallo Kakao. Nehmen wir die Schiefblattbegonie mit. Sie wächst wunderbar. Gedüngt bei 400 bis 500 Mikrosiemen. Zwischendurch auch mit reinem Wasser. Das Ganze steht hier im Kanuma. Nur so zum Ausprobieren. War doch Kanuma, oder? Ach, weißt du was, ey. So, hör auf. Was haben wir jetzt hier im Untersetzer drin? 490, siehst du wohl. Also, ganz klarer Fall, diese Schiefblattbegonie ist ein Schwachzehrer. Sie wächst richtig gut hier drin. Zeige ich euch ein bisschen näher, denn jetzt gucken wir uns was ganz anderes an. Wir gehen ins neue Jahr mit einer mega Überraschung. Mit einer wirklichen Überraschung. Und zwar, sollte man es ja kaum glauben, heute Morgen war die Post da. Einfach mal so, ne? Ich weiß nicht, was hier drin ist. Hier steht nur Plantpassport, Pflanzenpass. Also, bestellt habe ich nichts. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Hier steht zwar eine Adresse drauf, aber das sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Weil man weiß ja auch nie, wer alles so zuschaut hier, ne? Pass mal auf. Ich sag's dir doch, ne? Das Jahr endet und beginnt im Prinzip tatsächlich schon mit etwas Neuem, mit einer Überraschung, wo wir also nicht wissen, was uns hier erwartet. Also da bin ich echt mal nicht bin. Ich heute Morgen dachte, was ist denn hier los? Warum steht denn ein Päckchen? Ja, so kann es gehen. Ne? Muss ich aufpassen, meine Pilea hier nicht umschmeißen. Sie übrigens wunderschön hier macht, richtig gut. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie kein starkes Licht mögen. Und mal gucken, die anderen stehen ja jetzt unter schwächerem Licht. Was da passieren wird, oh mein Gott, wie kriege ich das denn jetzt hier hin? Pass mal auf, das sieht wirklich aus wie eine Pflanze. Eben gucken, ob hier irgendwas drin steht oder so. Ich sehe nichts gerade. Kein Zettel dabei, nichts. Muss doch irgendwas dabei sein. Hier ist noch was. Ach, hier ist noch was drin. Okay. Ah, Moment. Jetzt bin ich aber ganz platt hier, du. Was sagst du dir? Moment. Das sieht aus wie... Ja, so, das können wir runternehmen. Vorsichtig. Das sieht aus wie eine Bonsai-Schale. Pass mal auf. Kriegst du einfach so auf hier? Ja. Nein, kriege ich nicht einfach so auf. Ich sag's dir doch. Ja, das Jahr beginnt ja gut, ne? Ich sag's dir doch. Das ist mal eine coole Sache. So. Oh, kennst du das? Weihnachten auspacken? Geht nicht schnell genug, ne? Ich weiß. Geht mir genauso. So. Jetzt aber. Komm. Wo wollen wir es sehen hier? Pass mal auf. Ah, eine Bonsai-Schale. Warum steht da Pflanzenpass? Moment, jetzt bin ich aber ganz überrascht. Ich glaube, das ist das Päckchen von der Monika. Ich glaube es jetzt zumindest. Ne? Das sollte sein, eine Bonsai-Schale mit Selbstbewässerung. So war das. Monika, richtig? Pass mal auf. Also, da bin ich jetzt aber überrascht. Pass mal auf. 1, 2, 3. Warum steht da Pflanzenpass auf dem Karton? Lol. Okay, so kann es gehen, ne? Wahrscheinlich, damit die Leute vorsichtig mit dem Transport sind. Wahrscheinlich deswegen. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich sag's dir. Kriege ich den jetzt hin? Wo ich denn diese Schere? Ach, die Schere habe ich hier. Die Schere habe ich hier. So, hör mal auf. Das haben wir schon mal offen. Ratsch, 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 die ratsch, die ratsch, ratsch, ratsch. Oh, ich bin so gespannt auf dieses Jahr, denn wir haben letztes Jahr sehr viel erlebt und es gab auch viele Veränderungen. Alleine nur dieser neue Dschungel, den wir haben, ne? Da war schon eine mega Veränderung. Ah, siehst du wohl. Also doch die Bonsai-Schale und keine Pflanze. So, das ist nämlich jetzt dieses coole Dingen mit der Selbstbewässerung. Kann man das überhaupt sehen? Guck mal. Das ist richtig genial. Ne? Also du hast hier die Bonsai-Schale, wo die Pflanze, die Bonsai eingepflanzt wird. Und hier unten hast du so ein Wasserschälchen. Also kein Untersetzer in dem Sinne, sondern ein Schälchen, wo halt Wasser drin stehen kann. Ne? Natürlich mit Docht, ganz klarer Fall dann. Coole Sache. Monika, ganz, ganz lieben Dank. Ist auch schön, dass das jetzt noch angekommen ist. Ne? Vor Neujahr eigentlich, obwohl ihr jetzt Neujahr guckt. Ganz klarer Fall. So, dann wollen wir mal gucken, was wir dann da reinpflanzen. Bei der Gelegenheit Bonsai. Okay. Mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Jetzt sehen wir nochmal die wunderschöne Pilea peperomioides.
macht sich wunderschön hier in diesem kleinen Töpfchen. Es war ja ein kleiner Kopfsteckling. So, okay, dann kommen wir jetzt hier zu einem Bonsai. Das ist unser Fukien-Tee, wer sich noch daran erinnert. Ne? Ist mächtig gewachsen wieder, pass mal auf. Und zwar, das Coolste der ganzen Geschichte ist, ich hoffe, das passt jetzt so von der Einstellung. Das Coolste an der ganzen Geschichte ist, das ist natürlich jetzt ein Mega-Zufall. So, wir haben jetzt hier unsere Schale, ne? Und dann das Ganze mit dem Untersetzer, in dem Sinne eine Schale, wo wir Wasser reinfüllen können. Ne? Ist eine richtig coole Geschichte. Und jetzt pass mal auf. Ich dachte gerade, ich sehe nicht richtig. Pass mal auf. Hier haben wir jetzt auch eine Bonsai-Schale. Ne? Mit Untersetzer. Hier läuft das Wasser natürlich drüber weg, wenn du gießt, ganz klarer Fall. Das ist immer so eine Sache, wenn du gießt, dann blüpp, läuft es drüber. Das ist ja nur auch ein ganz kleines Gefäß. Eine recht große Pflanze schon, die braucht auch viel Wasser und auch viele Nährstoffe mittlerweile auch. Kontinuierlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens. So, pass mal auf. Jetzt können wir diese Schale nämlich einfach hier drauf stellen. Passt total genial. Da hier ist jetzt eine Pfütze Wasser drin, ne? Also das ist schon mal so eine wackelige Angelegenheit. Aber hier, das ist jetzt mal richtig cool. Passt genau rein. Das ist mega cool. Ja, einfach so, ne? Durch Zufall. Weiß Bescheid. Vielleicht kriegt man die Teile ja auch einzeln hier, diese kleineren Wasserbehälter in dem Sinne. Das wäre natürlich cool, ne? Also das ist mal Hammer. Pass mal, ich lasse ihn erstmal hier drauf stehen. Da kann ich besser mit arbeiten. Da sitzt auch richtig schön fest hier drin, ne? Wackelt nicht und nichts dergleichen. So, wir können nämlich jetzt in dem Zuge den Bonsai mal schneiden. Wie wir sie schneiden, wisst ihr ja, ne? Wir schneiden das Ganze bis auf die Rosette zurück, wo das Ganze ausgetrieben ist, ne? Lass vielleicht ein Blättchen stehen oder so. Und somit können wir den wunderbar klein halten. Gegebenenfalls, wenn man jetzt einen Ast herauswachsen lassen möchte, wenn der beispielsweise jetzt länger werden sollte oder so, dann schneidest du ihn einfach auf passender Länge ab. Dann kannst du das Stück auch ein bisschen drahten hier, wenn du möchtest. Möchte ich aber nicht. Ich möchte das eigentlich von der Form her jetzt einfach so behalten, wie es ist, damit das schön kompakt bleibt, ne? Und nicht noch größer wird in dem Sinne. Hier im unteren Bereich, den einen hier, den lasse ich jetzt mal. Pass mal auf. Den lassen wir jetzt mal gucken, auf welche Idee wir kommen können. Pass mal auf, wir könnten rein theoretisch den Teil als neuen Bonsai nutzen. Was mir nicht so gefällt, ist dieses Gebogene. Ist alles Geschmackssache, ganz klarer Fall. Ne, wem es gefällt, richtig cool. Ich habe sie mir damals gekauft, nicht des Bogens wegen, sondern einfach um mit der Pflanze zu experimentieren. Um herauszufinden, wie sie gepflegt werden muss, um euch das sagen zu können und mitteilen zu können, wie man diese Pflanzen pflegt. Okay, das haben wir ja schon alles durch eigentlich, aber nur mal kurz erwähnt. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Wir haben nämlich von der Monika noch die, ich muss gleich mal gucken, wo ich es hingestellt habe, diese Abmooskugeln im Prinzip. Ich glaube, das werden wir machen. Das ist nämlich so bei dem Fukien-Tee, der braucht sehr lange, bis er Wurzeln macht. Macht aber Wurzeln, auch die Stecklinge vermehrbar, haben wir auch schon einige junge Pflanzen in dem Sinne, brauchen übrigens sehr, 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 sehr lange, bis sie sich entwickeln, auch im Wachstum. Also das ist echt schon, das dauert ganz schön lange. Okay, ich zeige es gleich mal die eine oder andere. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich den oberen Teil hier irgendwo abmoosen, wo genau weiß ich jetzt noch nicht, muss ich mal gucken, dann haben wir das untere Stück hier im Prinzip, ne? Das müssen wir später noch wegarbeiten hier dann. Und dann hätten wir das hier als eigentlichen Bonsai, den wir dann zur Gestaltung heranziehen können. Aber weißt du was, das ist jetzt theoretischer Kram, wollen wir mal gucken. Aber das mit der Schale und dem Untersetzer ist eine coole Sache. Also das ist richtig genial. Ne? Wie gesagt, hier ist immer so eine Hand, ja, schwer zu handeln, ne? Mit dem Gießen und so. Und hier kannst du ein bisschen mehr gießen, dass das Wasser unten drin gut ist. Ne? Docht mit bei und richtig coole Geschichte. Aber hier, wie gesagt, ist halt immer so ein Handling. Ne? Hier hast du ja vielleicht 5 mm Wasser unten drin stehen und ist auch so, dass also die Pflanze selber nicht ans Wasser drankommt. Ne? Das ist eigentlich nur mehr oder weniger so ein Untersetzer, zum, ja, damit das Wasser nicht irgendwo hinläuft. Wobei es also ja, immer so ein Handling ist in dem Sinne. Von daher ist diese Technik natürlich richtig genial. Also das ist mal mega cool. Okay, da machen wir heute nichts dran, ganz klarer Fall. Das machen wir später, aber so schon mal mitgenommen. Ah, das ist ja mal mega cool. Kommen wir jetzt zur Schiefblattbegonie. Also sie hat sich wirklich gut gemacht, überlegt, wie die damals rumgezickt hat. Das war also ja nicht mehr schön in dem Sinne. Also pass auf, dieser eine Trieb wächst jetzt so lang hier rüber an der Seite. Ne? Den nehme ich mir jetzt mal ab. Warum? Weißt du, ne? Ganz genau. Schnipp, schnapp und ab. Und schon haben wir einen ersten Steckling in diesem Jahr, den wir dann ja, heranziehen können. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir die Blätter auch so bewurzeln können. Werden wir natürlich ausprobieren, ganz klarer Fall. Ich ziehe die einfach mal ab, vorsichtig nach unten. So.
Und dann haben wir im Prinzip einen Kopfsteckling hier, den großen. Ne? Der wächst dann natürlich wesentlich schneller, ganz klarer Fall. Aber wollen wir mal gucken, ob die Blätter dann auch was hergeben später. Ne? So, das Schätzchen kommt jetzt ins Wasser und kann erstmal bewurzeln, ganz klarer Fall. Auch hier verwenden wir wieder Osmosewasser. Du kannst auch destilliertes Wasser verwenden. Okay. Ach so, übrigens, in solchen Schalen kannst du auch normale Pflanzen reinpflanzen. Ich bonsai nur, ne? Du kannst auch hier so eine Begonie reinpflanzen. Sieht auch mega hübsch aus. Von daher eine coole Sache, dass das also mit der Selbstbewässerung ist. Das ist richtig genial. Ja, okay. Das Jahr beginnt tatsächlich sofort mit Vermehrung. Ganz klarer Fall. Erstmal nass machen die Geschichte hier, ne? Dass wir uns nicht vertrocknen. So, dann machen wir es diesmal nicht im Wasser, sondern im mineralischen Substrat, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Das heißt also, Klartext, wir probieren das jetzt einfach aus, um auch in diesem Jahr wieder etwas zu lernen. Die Geschichte kennen wir ja, ne? Docht, Becher, Docht drin, der ist bis hier oben hin, damit ordentlich Wasser ziehen kann. Und das Ganze haben wir hier in Flasche, die haben wir abgeschnitten und nehmen sie dann halt hier als Wasserreservoir. Okay, also, dann füllen wir das Substrat hier rein. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Mal wieder. Ne? Auch in diesem Jahr sind wir mit Sicherheit öfters mal gespannt in dem Sinne. So, hör mal auf, wir spülen das Ganze jetzt einmal durch, wenn ich jetzt die Gießkanne finde. Ich habe Wasser gefunden, hurra! So, was machen wir jetzt? Ja, genau, richtig. Durchspülen. Machen wir grundsätzlich jetzt immer. Das machen wir wirklich grundsätzlich. So wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern, bis das durchläuft hier. Ja, das dauert jetzt, weil das Loch unten... weil da kein Loch mit drin ist. Warte mal auf. Gut, dass ich das jetzt so schon mal mitnehme. Wir haben noch kein Loch hier unten im Becher drin. Es geht auch so. Es läuft mit der Zeit durch. Ne? Das dauert halt ein bisschen dann. Aber das dauert mir zu lange. Also machen wir einfach mal ein Löchlein rein. Siehst du wohl, ne? Da kann er pinkeln. Dann geht das ein bisschen flotter hier. Ich sag's dir doch. Hä? Mitgenommen, alles. Wir nehmen alles mit hier, so wie es ist. Ne? So, wie gesagt, kräftig durchspülen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, insbesondere bei Stecklingen. Das müssen wir beherzigen, ne? Okay. So, das kann in Ruhe durchlaufen. Und dann stecken wir ihn jetzt schon mal rein. Unseren Steckling. Pass mal auf, mach jetzt in der Mitte ein Loch. So. Und dann nehmen wir jetzt unsere Begonie und stecken sie einfach hier rein. Jetzt ist noch die Frage, müssen wir sie, ich stecke sie auch recht tief, also so 3 cm ungefähr. Müssen wir sie jetzt noch abdecken oder kommt die so damit klar? Das weiß ich nicht. Das heißt, learning by doing, was heißt das dann jetzt? Wir werden was machen? Erstmal nicht abdecken. Wir werden das Ganze jetzt einfach so lassen und beobachten. Das heißt, wenn sie schlapp macht, dann packen wir das Ganze in im Beutel rein irgendwo, in eine Tüte oder so. Oder anderen Behälter, wie auch immer der groß genug ist, wo das Ganze drin stehen kann. Du fällst mir jetzt aber nicht um hier. Pass mal auf. Jetzt läuft das Wasser nicht durch. So, jetzt aber. Ja, das schließt jetzt ziemlich dicht ab, ne? Deswegen weiß Bescheid, ist das dann so. Dann dauert das Ganze eben etwas länger. So, jetzt aber, jetzt haben wir es. Siehst du, dann kippen wir das Wasser weg und werden das Ganze dann nochmal befüllen in dem Sinne. Also lass jetzt nochmal Wasser durchlaufen. Da braucht er jetzt nicht mit bei sein, so lange bis das hier voll ist. Und somit ist die Pflanze dann lange Zeit versorgt, ohne dass wir uns drum kümmern müssen. Das ist natürlich die coolste Sache hier, insbesondere bei dieser Technik. Ne? Und jetzt warten wir ab, ob sie schlapp machen. Machen sie schlapp, wie gesagt, dann kommt das Ganze irgendwo in einen Behälter rein, damit die Luftfeuchtigkeit gehalten bleibt, damit sie also dementsprechend nicht schlapp machen. Ich gehe aber davon aus, dass es so klappen könnte. Von daher warten wir es ab und beobachten das Ganze. Und dann kommen wir jetzt mal zu den wunderschönen Blättern. Da überlege ich mir jetzt auch mal, wie wir da vorgehen, um sie vielleicht vermehren zu können. Okay. Learning by doing. Wir probieren immer mal was Neues aus. So, hier haben wir jetzt unseren Anzuchtkasten. Hier haben wir schon ein paar Monate so rumstehen. Ich habe jetzt mit Sicherheit auch 2, 3 Wochen gar nicht reingeguckt. Gar nicht. Das machen wir heute gemeinsam. Ich habe ihn also noch nicht geöffnet. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Tada! Das sind unsere Ephoituten Pictus. Skindapsus Pictus war das, ne? Ja. Ja, das waren und sind unsere Stecklinge. Die haben sich mega cool hier drin entwickelt, sogar das Grün, richtig cool. Wir sehen, die Blätter sind auch nicht nass oder so. Das Ganze steht hier im Sphagnummoos. Das wäre jetzt eine coole Methode, kannst du gar nicht sehen, um unsere Blättchen hier auch tatsächlich heranzuziehen. So, die lasse ich jetzt offen stehen, da müssen wir die Tage auch was mit machen. Das heißt, ich werde mal gucken, wie feucht das noch ist. Das ist immer noch nass hier drin, immer noch. Das ist immer noch nass, also das ist so eine coole Sache. Ne? Also die müssen wir jetzt tatsächlich mal einpflanzen, das heißt, ich lasse jetzt mal offen stehen.
damit sie ein bisschen akklimatisieren können. Also das mit diesen Kästchen ist eine richtig coole Sache. Herzlichen Dank dafür nochmal. Weiß Bescheid. Das auch mega cool. Okay, das heißt, wir machen das jetzt anders als gedacht. Moment. Wie gesagt, wir können das Ganze im Sphagnummoos machen. Ne? Aber wir möchten jetzt mal ausprobieren, wie läuft das mit dem mineralischen Substrat? Geht das denn aus? So, wir haben jetzt, geht das auch nicht aus. Becherchen mit kleinen Löcherchen drin, ne? Damit wir das auch durchspülen können. Füllen jetzt hier Substrat rein. Brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel. Machen so, dass es von der Handhabung her so etwas praktischer ist. Also nicht ganz befüllen in dem Sinne. Und dann werden wir das Ganze jetzt durchspülen. Ganz wichtig, ich sage es immer wieder, ne? Damit ihr das also verinnerlicht richtig. Einmal durchspülen. So, ich zeige es jetzt nur bei dem einen. Pass mal auf, den anderen mache ich gleich alleine. So, dann kommt das Ganze jetzt hier in den Becher rein. Hier sind keine Löcher drin, logischerweise, ne? Weil das wäre ein bisschen blöd, wenn das Wasser so auf den Tisch läuft. So, das haben wir jetzt fertig. So, jetzt füllen wir hier nochmal ein bisschen Wasser rein. Wir haben hier unten ungefähr, ja, ich würde mal sagen, einen Zentimeter Luft dazwischen. Ne? Dann kann man das nämlich beobachten, ob noch Wasser drin, ausreichend drin ist oder nicht. So, das kann ruhig ein bisschen höher stehen, das Wasser. Das ist nicht so wild, das ist okay so. So, das dazu. Dann kommt die Geschichte jetzt rein hier, beziehungsweise die Blättchen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die positioniere. Ich denke auch, dass wir den kompletten Blattstiel hier mit reinsetzen. Das wird eine coole, das wird eine richtig coole Geschichte. So, ja, wir setzen den ganzen Blattstiel hier rein. Ne? Komplett. So, siehst du wohl. Dann würde ich sagen, gießen wir das aber nochmal einen kleinen Schluck an hier. Ganz kleinen Schluck. So. Damit das so ein bisschen Kontakt hat. Ne? Okay, dann kommt jetzt ein Becherchen oben drüber. Und so haben wir ein kleines Mini-Gewächshaus. Ne? Wir können dann auch kontrollieren hier, was Sache gegeben ist. Gegebenenfalls das Wasser mal wechseln oder wie auch immer. Das ist eine richtig geniale Sache. Okay, also auch so kann das funktionieren. Das mache ich jetzt aber alleine eben zu Ende. Jetzt haben wir das Jahr doch tatsächlich gestartet mit einem neuen Projekt hier mit der Schiefblattbegonie. Eine richtig coole Sache. Wie gesagt, das lasse ich jetzt offen stehen hier, beobachte das Ganze. Ganz wichtig wäre vielleicht, dass wir das Ganze nicht zu feucht halten hier, von der Luftfeuchtigkeit her. Nicht, dass uns die kleinen Blättchen anfangen, Pilz zu bekommen oder so. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann handhaben. Auf jeden Fall lüften zwischendurch, ganz klarer Fall. Oder wie wir es jetzt links im Bild sehen, dass so ein kleiner Luftschlitz gegeben ist. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller. Ich komme jetzt aber hier hinten nicht so wirklich hin. Ich versuche es einfach mal so, dass wir so einen kleinen Luftschlitz haben, ne? Dass also auch Luftfeuchtigkeit entweichen kann. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt, wie gesagt, Wasser unten drin. Bis zur Hälfte ungefähr gefüllt das Ganze. Und da werden wir auch nichts nachfüllen müssen. Das wird auch so ausreichen, so lange, bis die Pflanzen tatsächlich anfangen zu wachsen, bis wir dann auch rausnehmen und woanders einpflanzen dementsprechend. Ne? Also ich denke mal, das könnte eine richtig coole Sache werden. Denke ich mal so. Ne? Oh, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir es raus, dass sie also bei 400 bis 500 Mikrosiemens auch ein Schwachzehrer ist und sehr genügsam in dem Sinne. Okay. Ich mache gerade meine freie Handaufnahme, denn ich gehe mit der Kamera gleich mal woanders hin. Hier haben wir die Syngonium Albo Variegata, die wir gemeinsam hier eingepflanzt haben. Sieht richtig gut aus, das neue Blatt, kräftig, grün. Die wird auch gedüngt bei 400 bis 500 Mikrosiemens im Moment noch. Mal gucken, inwieweit sich das zeigt, ob das okay ist oder nicht. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus, ne, würde ich sagen. Das neue Blatt, ja, sieht schick aus. Hat keinen Weißanteil. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. So, auch hier die Farben, die sind einfach nur herrlich anzusehen. Das ist so cool. Und das leuchtet in der Mitte, also wirklich richtig heftig. Wenn das Licht von oben kommt, wenn man reinguckt, das sieht cool aus. So, das kurz zu der Albo Variegata, der Syngonium. Die steht nämlich da, wo jetzt die Stecklinge stehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Dann zeige ich euch jetzt mal, wo das Ganze steht, damit wir mitnehmen können, wie viel Licht wir gegeben haben. Hier ist die Aquariumbeleuchtung unter der Decke, ne, die Easy LED Aquariumbeleuchtung. Für Pflanzen, ganz klarer Fall, ist zwar für Wasserpflanzen, ist aber auch gut für normale Pflanzen. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir hier unten gegeben haben. Ich kletter hier mal langsam durch. Dann sehen wir hier nochmal kurz unseren Philodendron Atom Sansibar, den wir gemeinsam reingepflanzt haben. Der sieht richtig gut aus, macht sich richtig gut. Zickt in keinster Weise rum. Es dauert allerdings mit dem Austrieb hier, aber gut, er muss erstmal kräftig einwurzeln. So, pass mal auf, dann halte ich das Luxmeter einfach mal hier hin, damit wir sehen können, was wir hier gegeben haben. Also knapp 200 Lux, also nicht viel. Und der Pflanze gefällt das richtig gut, wie übrigens vielen anderen Pflanzen auch, die hier drunter stehen. Das ist einfach nur genial. Die brauchen gar nicht so viel Licht. Und von daher haben wir jetzt auch die Blattstecklinge hingestellt, damit sie also nicht zu viel Licht bekommen, denn das stresst die wahrscheinlich dann auch viel zu sehr.
Und das wird wohl voraussichtlich auch bei der Beroni damals gewesen sein, dass sie das also nicht mochte, tatsächlich so unter starkem Licht zu stehen in dem Sinne, sondern eher so abschattig in dem Sinne, ne? Als Unterpflanzung in dem Sinne. Ja, also hier macht sie sich richtig gut. Dann lassen wir die anderen hier dementsprechend auch bewurzeln. Okay. Dann sind wir nochmal hier am Tisch und schauen uns mal die neue Calathea an, die wir geschenkt bekommen hatten, wie sich jetzt entwickelt. Nur zwei Blätter wachsen raus, dauert recht lange. Gut, es war ja auch eine ganz kleine Pflanze. Ne? Die hat ja eigentlich noch nicht wirklich viel dran und von daher ist das soweit schon mal ganz okay. Auch die wird bei 400 bis 500 Mikrosiemens gedüngt. Ja, also auch mit der Calathea Network läuft das richtig gut hier. Okay. Zum Abschluss machen wir noch mal einen klitzekleinen Rundumblick. Hier steht übrigens auch die weiße Sapote. Moment, das kann ich euch so mal kurz zeigen. Also, ja, sie kommt schon. Sie wächst wieder. Auch die hat mir zurückgeschnitten und umgetopft hier. Ich werde jetzt nicht viel erzählen. Komm, wir gucken einmal rum hier, wie das jetzt aussieht, dass wir das so Anfang des Jahres mal mitnehmen und mal gucken, wie es dann Ende des Jahres aussieht. Hey, lol. Ja, könnte schon cool werden, ne? Die neue Tröte hier. So, das Blatt da hinten ist bereits entrollt. Ein Carpock, der steht immer noch in seinem kleinen Pott da unten. Hier die Ananas, die kommt wieder woanders hin. Ich hatte es nur dahingestellt, damit es mir gerade nicht im Wege steht. Nicht, dass ich darüber falle in dem Sinne. So, dass wir alles einmal so nochmal mitgenommen haben, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ja, auch das Glücksbäumchen, der Brachychiton wächst wunderbar heraus. Hier unten stehen jetzt die Juwelorchideen, die kriegen jetzt erstmal ein bisschen mehr Licht auf die Pelle. Ja, auch Sibrina wächst wunderbar. Hier oben nochmal ganz kurz vorbeigeguckt bei der Orchidee bei dem Frauenschuh, dass wir da noch mal ein kleines Update haben. Sieht immer noch gut aus, brauche ich im Moment nichts dran machen. Das läuft von ganz alleine. Das, ne, ist eine coole Sache. Das kennen wir ja in dem Sinne aus 2020. Wir werden die Geschichte natürlich weiter verfolgen. Auch hier das mit dem Unsterblichkeitskraut. Das ist schon ziemlich heftig. Sorry, jetzt geht gerade die Belichtung weg. Wahnsinn. Das erste Jahr damals wollten sie gar nicht wachsen, als ich sie hatte. Überhaupt nicht. Und das Jahr drauf ging es richtig ab. Es ist nämlich so, dass in das Substrat erstmal die Triebe, Wurzeln reinwachsen. Im Prinzip auch rhizomartig, könnte man fast sagen. Und erst wenn das richtig fit ist, dann schießt die Pflanze wie verrückt. Tatsache so gegeben. Okay, das kurz hier aus dem Raum. Wie gesagt, viel werde ich hier nicht erzählen. Wir werden ja des Öfteren hier noch gemeinsam etwas erleben und sehen in dem Sinne. Okay. Ich denke mal, das ist sicherlich interessant, also ab und zu mal gucken, welche Pflanze wie viel Licht hat, unter welcher Gegebenheit, unter welchem Zustand die Pflanze sich ja noch befindet. Das ist mit Sicherheit eine richtig geniale Sache. So, also wir haben das Jahr gestartet, ganz normal, wie eigentlich bisher auch, einen Pflanzenfilm gemacht und nicht viel Tamtam drumherum, weiß Bescheid. So, also das mit dem Fukientee hier als Bonsai ist eine coole Sache. Wie gesagt, wir haben damals auch aus der Erde raus ins Mineralsubstrat, hat sehr lange gebraucht, um einzuwurzeln. Da muss man dann die Pflanze wirklich gut pflegen, dann darf man nicht überdüngen und so weiter und so fort. Okay, aber die Geschichte im Prinzip kennen wir ja. So, Begonie, die Schiefblattbegonie, wollte damals gar nicht und jetzt ist sie so wunderschön geworden. So, meine Lieben, ich mache jetzt Feierabend. Es wird auch keinen zweiten Film heute geben. Ich glaube, der ist jetzt auch etwas länger geworden. So, weißt Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald aus dem Reich der Pflanzen. Auch 2021 geht es weiter. Ja, weil es mega viel Spaß macht und weil wir immer wieder mal was Neues entdecken, erleben, sehen. Ne? Das ist also eine richtig schöne Sache und vor allen Dingen gemeinschaftlich. Ne? Nicht nur ich, sondern ihr auch. Und von daher, ich hatte gerade noch was, und das kennen wir ja auch aus dem letzten Jahr. Ne? Der hat immer irgendwas und dann hört er einfach auf. Oder labert einfach weiter. Ne? Manchmal ist das ja so. Aber weißt du, es läuft ja nichts weg hier. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Auch morgen. Auf jeden Fall. So, ach, das ist schon schön, Monika, mit der Schale. Also da, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt gerade nicht sehen können. Das ist eine richtig coole Sache. Richtig cool. Ja, Bonsai, Indoor-Bonsai, auch eine coole Sache, auf jeden Fall. Da oben die Triebe könnte ich eigentlich noch zurückschneiden, sehe ich gerade. Ich kann es aber auch noch ein bisschen wachsen lassen. Also man muss sie jetzt nicht unbedingt schneiden, von daher. So, also, das Jahr beginnt, wie immer, mit Pflanzen, weil es einfach unheimlich viel Freude bereitet. So, okay, genug gesabbelt. Achso, die Pictus, die müssen wir dann noch einpflanzen. Das werden wir voraussichtlich morgen dann machen. Oder ich weiß noch nicht. Mal gucken, ne? Nichts versprechen. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun und wie gesagt auch zu erleben und zu sehen. Okay.